Was Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Metroid Prime 3 Corruption. Wir befinden uns in einem der letzten zwei oder drei Parts, je nachdem wie wir hier vorankommen, in der Heimatwelt der Piraten. Wir werden durch diese Tür gehen und in dieser Folge den Leviathan und den Planeten Face betreten. Ach ja, damit sind wir quasi auf Facebook. Irgendwie bin ich falsch abgebogen an der Tür. Ich wollte... Ah doch, das war hier, oder? 2A. Moment. Wo ging es denn dann dahin? Piratenwelt, bla bla bla, Minenanlage. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich war doch auch... Ja, war doch richtig, ne? Okay, war es tatsächlich. Gut. Nur eine kleine Verwirrung, weil ich mich erst nicht an den Zug erinnert hatte. Also gut, dann los geht's. Allmählich dem Finale des Spiels entgegen. Nein, dem Finale der gesamten Trilogie. Dark Samus wartet. Und ich glaube, wir sollten sie nicht warten lassen. Wir haben mit Metroid Prime auf jeden Fall noch einige Sachen zu beregeln. Vor allen Dingen, was er vorhat, interessiert mich ja mal. Was macht er? Warum hat er die Piraten übernommen und warum will er Fasern in der gesamten Galaxie verteilen? Was hat er davon? Oder hat er was davon? Mein Sensor war kurz weg. Was ist immer noch irgendwie ein bisschen spacken? Naja, klein Moment. Wir sind gleich dort bei der Tür. Es ist lustig, wie meine Nase gerade jetzt zu wird. Klein Moment. Ich muss mich nur daran erinnern, das wieder rauszuschneiden. So, da. Der Leviathan. Zeit, ihn zu betreten. Auf geht's. Irgendwoher kennen wir das doch. Yep. Es ist dieselbe Portaltechnologie wie auf Brio. Warum auch immer. Weil eine Verbindung dazu gibt es nicht wirklich. Ich meine, das Portal hat dort auch schon auf Brio existiert, noch bevor der Meteorit der Leviathan eingeschlagen ist. So sieht er von innen aus. Das ist das Teil, was wir immer gebombt haben. Und da unten ist zum Beispiel der Bossraum. Dann. So sieht's aus. Objekt gehört zum Leviathan-Kern. Es lässt sich nicht beschädigen. Endlich konnten wir die mal scannen. Optisches Organ des Leviathans. Objekt scheint auf Beschuss empfindlich zu reagieren. Okay. Ist aber nicht weiter relevant. Okay. Transportportal einsatzbereit. Verbindung zur Heimatwelt der Piraten steht. Und das Wichtigste von allen. Steuerterminal für den Leviathan. Betätigung des Terminals ermöglicht Kontrolle des Leviathans. Die Piraten haben das errichtet. Sowas ist in keinem Leviathan sonst vorhanden. Nur in diesem. Erstmal meine Kommandosignale reinspeisen und dann bist du unter meiner Kontrolle. Vorgabe erfüllt. Konsequenz eingegeben. Die Föderation hat nun die Kontrolle über den Leviathan. Und er ist schon gescannt. Samus, we have gained control of the Leviathan. Now we'll be able to open a wormhole and warp to phase. It's time to end this. Once you rendezvous with the fleet, we'll head straight into the belly of the beast. I look forward to fighting alongside you again, Samus. Godspeed. Das machen wir. Dort müssen wir hin. Okay. Gut. Irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass man mit dem Leviathan selbst reist. Aber okay, wenn der Leviathan von alleine den Koordinaten folgt, dann gehen wir zu unserem Schiff und dann an jeden Landepunkt, der uns gerade neu angezeigt wurde.
Hätten wir das mit dem Leviathan in den Codes schon machen können eigentlich im letzten Part oder so. Jetzt ist es irgendwie gerade nur Verschwendung. Aber egal. Das Ende der Metroid Prime Trilogie. Wie gesagt, zum Greifen nah, maximal 3 Parts. Take heed, Samus. Once you join the fleet and the wormhole phase is open, there is no turning back. Please be sure to prepare. Ich hab dich einfach mal unterbrochen. Ich konnte erst den Hebel nicht runterdrücken. Ich glaube, ihr habt meine Spasmen gesehen. Krieg's also nicht runter. Naja. Was auch immer die Aurora-Einheit zu sagen hatte, sie wird es doch gleich sowieso wiederholen. Wir werden es also sehen. Irgendwie sieht das aus wie ein Gesichterzug. So ein komischer Ummund. Sag ich doch. Take heed, Samus. Once you join the fleet and the wormhole phase is opened, there is no turning back. Wir haben 100%, also was soll's? Gehen wir einfach rein. Please be sure to prepare yourself. We wish you the best of luck. Natürlich bin ich vorbereitet. Auf alles. Immerhin ist das der finale Showdown. Dafür habe ich doch alle Items gesammelt. Zwar nicht alle Scans bekommen, aber egal. Denn wir kriegen die geheime Videosequenz am Ende des Spiels dann dennoch. Auch wenn sie eigentlich im Prinzip nichts zu bedeuten hat, weil hiernach nie wieder irgendwas zu Metroid Prime kam. Aber, naja. Lassen wir das mal. Lasst euch mal überraschen, was es ist. 254 Raketen. Die Energietanks an der Zahl 14 müssten das sein. Also, das ist zwar zusätzlicher als in den anderen Spielen wegen Hypermodus. Das müsste an sich eigentlich ganz gut sein. Aber wisst ihr was? Die Lebensenergie da oben wird sowieso irrelevant sein im Laufe der Zeit. Wir scrollen einfach mal durch, was die Soldaten denken müssen, wenn die plötzlich da so in so einem komischen glühenden Ball so an denen vorbeirauscht. An Bord gehen. Speichern wäre vielleicht keine schlechte Idee eigentlich. Aber egal. So. Die Hand aufs Herz. Und Face ansteuern. Dark Samus, die Invasion wird jetzt zu dir geholt. Es ist Zeit, dass du für den Tod meiner Freunde bezahlst. Ein Glück, dass niemand auf Samus geschossen hat. Wahrscheinlich dachten sich alle, oh nein, wir sterben sowieso, wenn wir sie angreifen. Das ist also Face. Die Fassung Tentakeln ranken sich schon meilenweit über den Planeten hervor. Überall Sterne, alles glitzert. Der Planet, der komplett des Fasons.
Naja. Er besteht aus Phase. Ist, was ich sagen will. Hier soll sich Dark Samus aufhalten. Und hier soll das Ende vonstatten gehen. Was haben wir denn da? Kräftige Tentakel wachsen aus der Planetenoberfläche empor. Primitive Intelligenz vorhanden. Oh. Pulsierende Pilzsporen sondern einen Verwesungsgeruch ab. Kein Profil in Datenbank vorhanden. Das sieht nach einer Tür aus. Gebilde dienen offenbar als Kokon. Die äußere Membran scheint recht robust zu sein. Kristallisiertes Fasern ist mit der Zeit ausgehärtet, scheint aber noch empfindlich gegen Explosionen zu sein. Okay, das da hinten konnten wir nicht scannen. Zeit, den Planeten zu betreten. So eine Überladung zum Entlasten der Energietanks. Ah, was? Energietanks werden geöffnet. Da die interne Fasernverseuchung einen kritischen Wert erreicht hat, wurde die Notentlastung des PED-Suits ausgelöst. Alle Energietanks wurden entleert, um temporär eine vollständige Verseuchung zu vermeiden. Hypermodus-Waffen benötigen nicht länger Energietanks zur Aktivierung. Der Hypermodus ist nun dauerhaft aktiv. Fatalerweise ist die Notentlastung nun nutzlos. Schädigungen sowie Belastungen durch die hiesige Atmosphäre tragen zur Erhöhung des Faserniveaus bei. Das Faserniveau wird als gelber Balken am oberen Rand des HUDs angezeigt. Sollte das der Maximalstand erreicht werden, ist dies tödlich. Wir müssen uns also konstant entladen. Und hier beginnt das Ende. Schiff kann wegen nahezu vollständiger Verseuchung Schiffseigner nicht identifizieren. Zutritt verwehrt. Genau. Wir sind nicht mehr Samus Aran. Laut unserem Schiff sind wir jetzt jemand Fremdes, weil wir zu verseucht sind und können es deswegen nicht betreten, um zu speichern oder von hier wegzufliegen. Spezies als Leuchtling identifiziert. Biolumineszente Pflanzenform weist hohe Strahlungswerte auf. Und was das natürlich zur Folge hat, also ist es ja, mit den entladenen Energietanks sollen wir keinen anderen Planeten besuchen können. Ich muss mich hier ein bisschen rumfeuern, um mich so ein bisschen zu entlasten. Wir sehen den gelben Balken, der da die ganze Zeit aufgeht. Und hier haben wir dann noch die Phasentüren, die ich, jetzt nicht unbedingt scannen kann. So, das Ding da haben wir schon mal gescannt irgendwann im Laufe der Zeit. Wir müssen uns nur ein bisschen entlasten. Was natürlich auch gerne mit Raketen geht. So, denn das ist unsere Lebensenergie für das Gesamte hier. Die Öffnung erlaubt es, den Kreaturen ihr Nest flink zu verlassen und anzugreifen. Ein starker Stoß könnte es zum Einsturz bringen. Ja, schon wieder. Fasernhopper. Das gibt es nicht. Ich hatte schon auf der Valhalla genug von euch. Warum sage ich eigentlich immer Orphion? So, kleinen Moment. Es gibt neue Energie. Kleine Antifasernkapsel absorbiert 25 Energieeinheiten Fasern. Damit können wir uns auch runterheilen. Die Entladung bringt dir soweit eigentlich schon gar nichts mehr wirklich. Und die ganzen Nester zerstören. Wir können es. Und darum machen wir es. Organisches Gebilde ist resistent gegen Beschuss. Lässt sich aber eventuell durch Überladung bekämpfen. Dazu kommen wir gleich noch Faserngrapple. Schwarze Faserkristalle sind mit der Zeit ausgehärtet, empfindlich gegen starke Erschütterungen. Kleinen Moment. Dateneintrag hier.
Die harte Außenschicht schwarzer Fasernkristalle widersteht gewöhnlichen Attacken. Derartige Strukturen bilden sich allmählich und ganz natürlich in Bereichen mit hohen Anreicherungen von Fasern. Gemeinhin werden sie von Weltraumpiraten für die Produktion von Soldatenrüstungen gebaut, büßen dabei aber ihre dunkle Färbung ein. Was eigentlich bloß ein cooles Gimmick ist und nichts weiter. Bitte explodiert und gib mir Antifasernkapseln. Man wird doch mal hoffen dürfen, ne? Im Großen und Ganzen. Haben wir hier ansonsten noch was? Nein. Also wird es Zeit, das Ding zu überladen. So, mein ganzes Fasern an dich abpumpen. Sodass mein Fasernwert gemindert wird. Springen wir runter. Wow! Objekt als Metroid-Eizelle identifiziert, maximal mit Fasern gesättigt, schwache Lebenszeichen vorhanden. Metroid-Eier. Kennt der Wahnsinn hier auf Faceden keine Grenzen? Faser-Metroids. Sie entstanden also gar nicht woanders oder durch Experimente, sondern hier. Tür verfügt über schwaches Energiefeld, Abschirmung lässt sich mit Fasernwaffe deaktivieren, um Tür zu öffnen. Die Türen auf dem Face sind organische Mäuler, die von einer dünnen Schicht von Fasernenergie umgeben werden. Wird dieses Energiefeld durch Angriffe auf Fasernbasis zum Kollabieren gebracht, öffnet sich das Maul und erlaubt den Durchgang. Faserngeißeln erfassen Objekte in Reichweite, haften aber nicht an relativ glatten Oberflächen. Was ein Morphball ideal macht, um da durchzukommen. Oh Mann, es gibt hier so viele Strukturen. Eine Ansammlung großer Kristalle ist durch die Höhlenwände gewachsen, empfindlich gegen Explosionsstöße. Kommen wir natürlich gleich zu. Gab's hier noch irgendwas? Nein. Dann würde ich mal sagen, das war's mit den Kristallen. Fasern-Ing, wir wissen, was wir tun können. Entladen. Sie sind unsere Energielieferanten. Wer hätte gedacht, dass die irgendwann mal so nützlich würden? Na komm. Entladen. So. Na? Also ich entlade mich und überlade sie. So. Und so wollen wir sie bekämpfen. Im Großen und Ganzen keine Waffenenergie verschwenden, sondern uns wirklich im Prinzip an denen heilen. Was auch der Grund ist, warum sie hier sind. Zuhauf. Da, nimm meine Energie. Und Raketen. Die kriegen wir natürlich auch noch. Face ist ein unglaubliches Gebilde, muss man sagen. Es ist wie nichts, was wir jemals gesehen haben. Jedenfalls nicht in so großer Ansammlung. So, der stirbt sofort. Hab dem auch ziemlich zugesetzt schon vor dem Schlag. Das sind hier aber ziemlich viele Fasern-Inks. Stirb. Du auch. Keiner von euch wird überleben. Ihr alle werdet vergehen wie dieser Planet. Wie Dark Samus. Und das Fasern selbst. Wir werden alles besiegen. Kapsel speist Faserngebilde. Durch Zerstörung aller Kapseln lässt sie sich eventuell beschädigen. Okay. Morphballloch. Hätte ich fast übersehen. Übersehen ist hier, kann hier schon fatal sein. Wir wissen, was wir hier zu tun haben. Wir haben nicht umsonst den Fasernball, Morphball, den wir außer hier wirklich bloß einmal wirklich einsetzen mussten. Die Fasernwaffen sind relativ einzigartig im Gebrauch. Das hat man schon gemerkt in den vorigen Gegenden. Auf der Faserngrapple, wobei der noch am nützlichsten war bisher. Wenn es so unten lang geht. Ich werde mich an den Gegnern hier gerne entladen, aber soweit ich weiß, und genau das ist ein Problem, gibt es eine Besonderheit an euch Dingern. Morphologie Fasernpuffer. Absorbiert Fasern anderer Organismen, um es für seine Attacke zu nutzen. Das ist schlimm. Diese spezielle Art des Puffers unterliegt starken Mutationen durch Fasernbelastung, die ihr zu neuen, bemerkenswerten Eigenschaften verholfen haben.
Im Schwebeflug sucht dieser Puffer nach Phasonenergie, um davon zu zehren. Er entzieht diese Energie jeder Lebensform in unmittelbarer Nähe, um sich damit aufzuladen. Doch diese Fähigkeit hat ihren Preis. Die Phasonenergie sowie der Körper sind höchst instabil und lassen sich durch beliebigen Beschuss zerstören. Und er hat sich entladen. Das war also zu spät. Schlimm ist das. Sehr schlimm. Bleib bloß dort hinten, du. Am besten, ihr werdet alle sterben. Ein Phason-Metroid. Mit dem Phason-Ball sehr leicht zu töten. Verdammt. Sie werden mich nur vollpumpen auf diese Weise. Was ist mit unserem Nova-Beam eigentlich passiert? Wir haben nur noch den Hyper-Beam. Das ist eigentlich nicht wirklich gut. Wobei, kommt immer drauf an. Auge des Betrachters und so. Diese Sache gibt's ja immer noch, ne? Achtung, noch mehr Phason-Metroids. Verdammte. Hinter mir. Es sind so viele. Das funktioniert aber immer noch. Gut. Besser denn je. Es ist gut, dass wir uns auf diese Weise heilen können. Andernfalls hätten wir einen schweren Stand gegen die Phason-Metroids. Ich glaube, hier kommen unendlich viele. Komm schon. Was zur? Es hat meinen Phason-Wert erhöht. Nein! Auf die Weise sterbe ich noch, wenn das so weitergeht. Wir müssen hier unbedingt weg. Es bringt nichts, hier zu verweilen. Es werden nur noch mehr Metroids kommen. Es wird nur noch gefährlicher werden. Au. Hauptsache, alles entlädt sich. Komm schon. Halt mich. Ich bedanke mich. So, da haben wir noch was zum Sprengen. Und okay, dann können wir durch. Ich bin hier jetzt ein bisschen anders in meiner Kommentation, weil Faith es verlangt, könnte man sagen. Okay, eigentlich macht es schon ziemlich viel Sinn, den Ball hier einzusetzen. Wir wollen das aber noch scannen, was ich da die ganze Zeit zerstöre. Es geht mir bloß um die Gegner im Großen und Ganzen. So, wir haben hier nämlich Kapseln werden zwar durch Phason-Blitzladungen mit Energie versorgt, lassen sich durch starke Energie zuvor aber überladen. Und das Gras? Morphologie Fanggras. Reagiert aggressiv auf Kontaktreize, zieht sich bei Gefahr zurück. Auf zahlreichen Welten existieren unterschiedlichste Varianten dieser pflanzenähnlichen Spezies. Zwar haben sich alle Fanggräser dem jeweiligen Ökosystem angepasst, dennoch ist ihnen dasselbe Verhaltensmuster gemein. So wedeln sie mit ihren prachtvoll gefärbten Ausläufern, um potenzielle Beutetiere zu veranlassen, darauf zu landen. Tausende mikroskopische Stacheln, die am Halm der Fanggräser angeordnet sind, umschließen dann das Opfer und injizieren ein lähmendes, aggressives Gift. Während kleinere Organe dieser Organismen dieser Attacke meist erliegen, werden größere Lebewesen nur in ihrer Fortbewegung beeinträchtigt. Werden Fanggräser angegriffen, ziehen sie sich ins Erdreich zurück, bis die Gefahr vorüber ist. Hey ihr, solltet sterben. Okay, Zeit hier wieder alles zu zerstören. So. Und die letzte Energie versorgen. Muss ich das scannen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir alle Gegner damit erledigt. Und es gibt ein bisschen Heilung. Wenigstens ein bisschen. Ein bisschen ist besser als gar nichts, ha? Also los geht's. Runter. Und das ganze Spiel nochmal. Also, das Teil ist wahr zu scannen, teilweise. Phasongebilde verfügt über robuste Außenschicht und ist von umgebenden Phasonkapseln abhängig. Das wäre der große Hinweis gewesen, den wir gebraucht hätten. Oh Mann, die mich einfach nur nerven. Und das Fanggras hindert mich dann die ganze Zeit am Zerstören von allem hier. Und diese komischen Phasongeisier oder was das da ist. Schon komisch, was wir hier alles haben. Face, ein einziger lebender Organismus, ein ganzer Planet, der lebt.
der natürlich all... Es ist wie in einen Körper zu stecken, wo dann die Abwehrkräfte aktiv werden. Ups. Also könnte man sagen, wir sind Schädlinge, die es zu bekämpfen gilt. Wir müssen weg. Das Ding entlädt sich doch. Das würde ich auch gerne noch ein zweites Mal entladen. Oh Mann, das gibt's nicht. Dem bin ich jetzt total auf dem Leim gegangen. Man könnte also sagen, Face hat zu viel Actimel. Er entzieht es mir. Und so. Zerstören. Es ist jetzt bloß eine Heilungsmethode. Er entzieht mir die Energie und dann zerstöre ich ihn, bevor er sie wieder zurückgeben kann. So soll es sein. Hui! Zerstören! Geht doch. Was war das? Schlund wurde vernichtet. Fleischmasse scheint Teil eines weit größeren Organismus zu sein. Oh, wie groß denn dann? Und was ist? Freistehende Membranen gehören zu einem kleinen Bereich eines Nestes, das hunderte junge Metroids beherbergt. Ist denn das noch die Möglichkeit? Eigentlich reicht's mit Metroids. Ich meine, das Spiel heißt zwar schon Metroid und namensgebend und so weiter, aber man muss es ja nicht übertreiben, Face. Was hat Face überhaupt von den ganzen Metroids? Das ist mir ein Rätsel. Komm, stirb. Ich hab dich doch gesehen, du bist mir viel zu nah. Du wirst mich gleich angreifen. Na, komm schon. Endlich bist du tot, dein Kumpel. Und ein bisschen Lebensenergie für mich, um mich hochzuheilen. Beziehungsweise runter in diesem Fall. Ja, ich weiß, ich habe den Zoom nicht drin. Oh, das reicht ja so schon ziemlich gut aus. Braucht es eigentlich gar nicht wirklich. Hier sind zu viele junge Metroids. Ich glaube, ich sollte hier schnell weiter. Was zur... Kleinen Moment. Optisches Organ ist verwundbar, wird aber durch dicke Gewebemasse geschützt. Kleinen Moment, Metroids. Bin sofort da. Jetzt lasst das doch mal. Ich komme ja gleich zu euch, um zu spielen. Meine Güte. Wird dabei auch gleichzeitig dieser Tür hier schaden, ha? Okay. Habe ich halt nicht gescannt. Ist egal. Es war auf jeden Fall... Ein bisschen vergleichbar mit der Seeker Missile, bloß halt, dass wir es mit dem Morphball gemacht haben. Simultaner Beschuss quasi. Oh je, was ist das? Und was ist das? Scan deutet auf eine Verbindung zwischen ansässigen Lebensformen und dieser Fasermasse da hin. Genau, wir töten viele Gegner und die Barriere wird... Die das auch? Und die Barriere wird... Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Und die Barriere wird auf jeden Fall zerstört. So, ein bisschen Fasern entladen und so weiter. Dafür können wir gerne unsere Missiles benutzen. Wofür sonst haben wir sie denn? Ich meine, wir können ja eh nichts aufladen hier und mehrere Missiles auf einmal verbrauchen. Hinter mir. Jetzt auch noch. Da lebt noch einer. Okay. Da lebt offenbar noch einiges. Er ist im Hypermodus, okay. Kleinen Moment. Was will ich denn damit? So, ich muss euch meine Energie zuführen, damit sich das Ganze hier auch lohnt. Mist. Du kriegst sie aber ab. So. Ein bisschen heilen an euch. Auch darum sind sie jetzt an diesem Gebiet positioniert, weil man hier sehr viel Fasern auftanken konnte. Das müssen wir ja auch irgendwie wieder loswerden, ne? So, wir machen übrigens ganz Face in diesem Part. Bis auf das, was wir noch so haben. Okay, wieder ein Fall. Was zur Hölle? Was bist du denn? Unidentifizierbare Spezies, empfindlich Maulpartie. Durch Attacken der Partie lässt sich der Griff lockern. Okay. Komm schon! Stirb! Das gibt es nicht. Du wirst mich nicht
fressen. Oder was immer du vorhattest. Dieser ganze Planet versucht mich zu töten. Eine einzige Todesfalle. Das ist echt nicht mehr wahr. Okay, da unten haben wir noch eine Membran, oder wie? Ausgehärtetes Fason verdeckt eine Öffnung. Es lässt sich eventuell durch Explosionsstöße zerstören. Kleinen Moment. Ich habe erstmal ein anderes Problem. So. Da die Metroids jetzt soweit erledigt sind, kümmern wir uns um das da. Ach du. Die kleinen Mini-Dinger. Ich glaube, an denen hätte ich viel Heilung sammeln können. Scan-Visor. Wir sind unten. Wir geraten immer weiter in das Planeteninnere hinein. Wir werden hoffentlich irgendwann noch rauskommen. Schlängelorgan dient als Mutterleib des Leviathans. Seitliches Gewebe sieht aus, als könne es abgerissen werden. Wir sind da. Der Raum, das hier, Leute, ist... Wir sehen da schon was drin. Das hier, Leute, ist der Raum der Erkenntnis. Diese Überreste sind mit dem Organismus im Inneren des Kraters auf Talon 4 identisch. Ja. Mit anderen Worten, was wir dort haben, wir erkennen es vielleicht, die Beine und das dort. Es ist Metroid Prime, aber wer weiß, vielleicht nicht unser Metroid Prime, sondern ein Metroid Prime. Mit anderen Worten, Metroid Prime ist auf Talon 4 nicht als Metroid gewesen, sondern offenbar ein Faser-Metroid gewesen, der mit den Meteoriten, dem Leviathan, auf Talon 4 entsandt wurde. Und quasi, da oben haben wir noch ein Skelett. Hier, zwei Metroid Prime-Skelette. Es gab mehr als nur einen Metroid Prime. Das Einzige, was unser Metroid Prime besonders macht, ist die Tatsache, dass er sich den Fason-Suit und somit den Omega-Piraten einverleibt hat und somit eine eigenständige Existenz als nicht als Metroid Prime oder Metroid-artiges Wesen, sondern als Dark Samus sichern konnte. Der einzige Unterschied. Damit ist sicher, das ist der Beweis. Metroid Primes sind keine Einzelheit. Sie sind wirklich mutierte Fason-Metroids, die wirklich hier auf Face mutiert sind. Und unser Metroid Prime ist lediglich einer, der auf dem Leviathan auf Talon 4 war, als Wächter und somit von Face stimmt. Derbe Sache! Darum ist das hier der Raum der Erkenntnis. Okay, kleinen Moment. Was ist das? Versiegelung deckt tiefere Kammer ab. Fason steigt auf. Eine starke Explosion könnte die Versiegelung beschädigen. Aber offenbar nicht unsere. Es gibt noch andere Mittel und Wege. Und sie haben alle mit dem zu tun, was sich im Inneren dieses Mutterleibs befindet. Also, die Hülle ab und das da scannen. Die Seite des Organs wurde aufgerissen, der junge Leviathan ist nun verwundbar. Das kleine Vieh dort ist ein Leviathan. Wir können es nicht einzeln scannen. Das müssen wir jetzt anschießen und es wird eine ganze Weile dauern. Das sage ich euch. Das müssen wir jetzt totschießen. Ein junger Leviathan. So werden sie gezüchtet. In so einem Mutterleib. So fängt dieses riesige Gebilde an, mit dem wir durch die Galaxis gereist sind, das die Planeten verseucht. Und Face neu erschafft, dupliziert. Es ist wahrlich in vielerlei Hinsicht der Raum der Erkenntnis. Da hier die ganzen Metroid Prime Skelette sind, kann man davon ausgehen, dass es wirklich schon mehrere, da sie offenbar tot sind, mehrere Versuche gab, Metroid Prime quasi hochzuzüchten. What the? Was ist passiert? Oh mein. Ein Metroid hat mich runtergestoßen. Nein! Oh mein Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Runtergestoßen dann einfach direkt dort? Ich wette, ich muss jetzt alles nochmal neu machen, richtig? Dann bin ich sofort schon tot?
Ja, ich bin bei meinem Schiff. Leute, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich, wenn ich wieder im Mutterleib bin. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Und ich habe mich wieder hier hingespielt. Und es ist super. Ja, es geht viel schneller, weil man nicht scannen muss. Das Scannen ist ja bei der Wii-Version des Spiels sowieso automatisch damit übernommen für alle Spielstände. Das Problem ist, hier kriegt man sehr, sehr schnell sein Fett weg, was verdammte Fasernwertsteigerung angeht. Ich muss hier gegen die ganzen Metroids kämpfen. Und dann hier wieder den Leviathan angreifen. Ich habe den jetzt wieder auf die Seite, zweite Seite gebracht. So, mit anderen Worten, wir sind jetzt offiziell weiter als wir waren. Am Anfang dieser Aufnahme noch nicht jetzt, also wo ich jetzt wieder neu gestartet habe. Okay, kleinen Moment. Wenn du, ja, ich wollte schon sagen, wenn du so scharf drauf bist zu sterben, dann tu es doch bitte. So. Und so. Wir dürfen nicht darunter. Ist die Memo, die wir an uns selbst richten. Und auch möglichst beherzigen wollen. Denn da unten ist böse, da unten ist Tod, da unten ist Verseuchung und Verderben. Da unten ist einfach alles, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Nein, so. Ich muss schon sagen, wenn der mich erwischt. Ein bisschen Energie, genau. Da hinten ist schon wieder ein Metroid. Solange der mich nicht runterstößt, ist ja alles okay. Wir müssen sterben. Allesamt. Sterbt, Metroid. Sterbt. So. Leviathan ist schon wieder auf der anderen Seite. Und das gibt es nicht. Autsch. Der hat mich jetzt auch noch erwischt. Ja, ja. Genau. Nutzt ruhig eure andere Dimension, um zu entkommen. Lange wird es eh nicht vorherrschen. Ich krieg euch so oder so. Oh Mann. Was für ein Ding. Das dauert lange hier mit dem Kleinen. Der hält richtig viel aus, muss man sagen. Es wird hier auch ein richtiges Raumschiff hinterher. Ein Raumschiff-Organismus. Okay. Oh oh. Das war irgendwie ein bisschen unabdingbar. Achtung. So. Gut. Ein bisschen Heilung nebendran, bitte. So, so, danke. Und der Keim ist wieder auf der anderen Seite. Der Leviathan. Meine Güte. Ist das nervig mit dem. Immer ist er irgendwo anders, als er hin soll. Nein, bitte nicht. Danke. Ein bisschen Heilung. Und dann wieder angreifen. Irgendwann wird er schon nachgeben. So, perfekt. Da ist er. Und wieder ein bisschen Lebensenergie. So. Und hier, Leute. Ich würde gerne in den Part beenden, aber irgendwie kann ich nicht so richtig gegen diese Stimme. Oh, ein bisschen heilen und. Nicht wird das langsam schlimm. Kopfschmerzen. Ah!